Sam, ein Sachse, ist die Geschichte von Samuel Mephire, der vom ersten schwarzen Polizist Ostdeutschlands zum Medienstar wurde, zum Nazijäger, zum Bankräuber und schließlich zum weltweit gesuchten Flüchtigen. Und diese epische Reise erzählen wir in 7 Episoden. Obwohl es sich bei der Geschichte um eine wahre historische Geschichte handelt, gibt es ganz, ganz viele Elemente, die heutzutage immer noch relevant sind. Das ist natürlich eine Reise, die wir sehr modern einfangen wollten, weil wir heute auch viele Menschen abholen müssen. Und wie schaffen wir das weg von diesem Klischee Sepia hin zu, es ist eine Jugendkultur. Ist neu hier, oder? Ich war noch nie in der Diskothek. Wie, du warst noch nie in einer Diskothek? Das ist so ein bisschen der Safe Space, wo ich mit meiner Freundin Yvonne sehr, sehr oft hinkomme, wo wir Spaß haben, wo wir tanzen können. Dann kommt Sam ins Spiel und Sam hat so eine sehr radikale Seite an sich, etwas, was sehr nach vorne geht. Und das ist genau das, was Yvonne gerade in der Zeit braucht. Es ist eine Serie über zwei Minderheiten. Es ist natürlich ein schwarzer Mensch, aber es ist auch ein ostdeutscher Mensch. Wie sah die Welt dann aus eigentlich von Afrodeutschen? Das sind halt so Subkulturen oder Milieus, denen man sich kaum gewidmet hat in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Und deshalb war es für mich so spannend, da einzutauchen. Wir erzählen in dieser Serie das erste Mal einen Teil deutscher Geschichte durch schwarzdeutsche Augen, was einmalig ist in der Größe und in dem Umfang. Grenzenlos und unverschämt. Ein Gedicht gegen die deutsche Scheinheit. Diese Erfahrung in dieser Serie, die da erzählt wird, ist tatsächlich erstmal als allererstes eine menschliche Erfahrung. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und es geht da um einen Menschen, der in einer Gesellschaft Missstände spürt, für die er sich einsetzt. Er tut nicht immer das Richtige, aber er setzt sich ein. Wir schützen unsere Heimat! Auf Alpha! Auf Alpha! Auf Alpha! Man kann sich auf eine epische, große Reise freuen. Es ist eine unglaublich außergewöhnliche Serie. Alleine einem Menschen über 7 Stunden zu folgen, der sich so durch so eine deutsche Gesellschaft durchboxt, das ist einfach Wahnsinn. Das ist wirklich eine Achterbahnfahrt von Folge 1 bis 7. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Serie geworden.